Hallo allerseits und herzlich willkommen zurück zu Baldur's Gate 2. Wir sind zusammen mit Hexard auf dem Friedhof und wollen ihr helfen, die Gruft von Dragomir zu finden. Ihr Verhalten und ihre Sprechweise sind seltsam, aber der mögliche Gewinn überwiegt die Risiken. Ganz genau, ich könnte dem Tagebuch nicht mehr recht geben. Die Gruft soll sich im Südosten des Friedhofsbezirks befinden. Südosten? Norden? Osten? Süden? Westen? Irgendwo hier dann? Ich denke mal, wir gehen hier hin. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Der Friedhof ist ein Ort, vor dem ich sehr viel Respekt habe sonst immer. Auch wenn wir Budi jetzt schon besiegt haben und wir eigentlich hier keine Probleme mehr haben sollten. Na, das ist ja perfekt. Dann gehen wir da mal rein. Wir müssen die Gruft betreten. Zwei Diebe. Zwei durchsichtige Diebe. Attackieren Edwin und Corgan. Na, viel Glück beim einen. Es wäre mir eher lieber, wenn er den anderen in Ruhe lasst. Vertrauen ist etwas für Narren. Aber die Diebe sind zumindest nicht unsichtbar, von daher. Was sollen sie tun? Keine Chance. Okay, es waren auch keine Vampire, keine Untoten, es waren einfach irgendwelche Diebe anscheinend. Ja, Abil? Verwirrend. Ihr habt zwei Heiltränke fallen lassen? Oder soll ich doch nicht? Nein. Ich finde es auch lustig, dass irgendwie diese Loot-Funktion hier, die scheint sichtlich hier zu berücksichtigen, je nachdem, was man aufheben kann und soll. Und oh, hallo, Wellen. Ja, wenn du schon zu uns kommst, dann kümmern wir uns auch um dich. Wer seid ihr? Ich heiße Wellen. Ich will nur meinen ausgestopften Bären zurückhaben. Es ist mein Lieblingsbär. Ein böser Mann kam in unser Haus. Er hat mir wehgetan und er hat Männlein und alle anderen Sachen mitgenommen. Ohne Männlein kann ich nicht einschlafen. Okay. Wir kümmern uns auf jeden Fall darum. Das ist eine schöne Quest. Da gehen wir in der Kupferkrone jemanden ermorden und das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Der böse Mann hat ihn in dieser Kneipe in den Slums, die Kupfer irgendwas. Er ist hinten in einem der Schlafzimmer. Ach, Kinder sind so unschuldig, das finde ich super. Er heißt Linus. Und zum Glück habe ich die Macht zu erkennen, wie Leute heißen, einfach nur, wenn ich mit der Maus über sie gehe. Das ist sehr nützlich. Um Linus kümmern wir uns auch. Wellen, mach dir keine Sorgen. Sofern ich das nicht vergesse, kümmern wir uns da wirklich sofort drum. Wenn es denn sein muss. Okay, die Gruft. I must enter. Ja, auf jeden Fall. Ich liebe nicht überspringbare Zwischensequenzen. Ich glaube, das hätten wir auch alleine hinbekommen. As you wish. Ja. Ich warte. Das wünsche ich mir. Achso, Hexer hat das natürlich ein bisschen schlecht jetzt hier im Fallen finden, suchen und Schlösser öffnen, weil ich sie ja für Taschendiebstahl missbraucht habe. Naja. Aber das hat bald ein Ende. Lass mich bitte helfen. Ich versuche immer mein Bestes. Malia. Was haben wir da? Das sieht aus wie so ein Kleriker-Stecken eventuell. Ein Heilstecken, genau. Der kann Krankheiten heilen und Gift neutralisieren. Sowas hast du schon, nur halt ohne die spezielle Fähigkeit, okay? Kannst du auch nicht anziehen. Für wen ist der denn dann? Ist der wirklich nur für Kleriker, weil der eine Fähigkeit drauf hat, die Kleriker auch so könnten? Ja, Tatsache. Der wäre nützlich für Magier, für Bekämpfer, für Diebe, für alles andere außer Kleriker. Einfach fragen und ich schon, wir machen jetzt erstmal Steinhäute, wenn wir noch welche haben. Haben wir nicht. Ich bin beschäftigt. Mit Edwin vielleicht noch. Edwin hat ja doch angenehm viele Zauber. Und dann macht Hexer das hier mal auf. Habt ihr nichts anstrengend und hirnlos? Das sieht nach einem Energiefeld aus. Was darf ich jetzt für eine Verschwendung meiner großartigen Talente? Ich stehe euch zu Diensten. Da habt ihr tatsächlich ein neues Video gemacht und sogar gar kein schlechtes. Ihr führt mich immer an so interessante Orte.
Fängst du jetzt deine Romanze mit mir an? Der Anblick der Knochenspur, der gefällt mir gar nicht. Was ist hier unten? The treasure is still here. Na dann, wo ist er denn? Die Gruft muss geöffnet werden. Ihr müsst die Gruft betreten. Ja, ich könnte mich jetzt stur stellen, das ist ja eigentlich genauso mein Ding. Niemand gibt mir Befehle. Befreit uns. Erweckt den Schläfer. Ja? Schon gut, schon gut. Ich mach ja schon. Wir müssen die Gruft öffnen. Oh, solange die Diebe keine Unsichtbarkeitstränke haben. Ach, Korgan, Wurfaxt, wirklich. Dann wollen wir uns mal eure Eingeweide anschauen. Keine Gnade denen, die gegen uns sind. Das läuft jetzt ganz gut. Es läuft ausgezeichnet, könnte man sogar sagen. Korgan, das sind deine Heiltränke. Okay, da kann ich irgendwas tun. Aber ich tue jetzt erstmal gar nichts. Außer... natürlich versuchen. Kann ich mich denn mit ihr im Schatten verstecken? So ein bisschen geht es. Du hast auch die Stiefel dafür an. Okay, einen Umhang oder sowas habe ich noch nicht. Weil dann könnten wir die alte Yoshimo-Taktik wieder machen. Yoshimo geht im Schatten vor... Okay, Teufelsschatten sind böse. Was gibt's? Und schnell. Sag mir, was zu tun ist. Hör auf. Das ist fast unter. Lass mich in Ruhe. Ah, die Konia kann sie vertreiben, zumindest. Den Schattenwolf anscheinend nicht. Macht's kurz. Ich warte. Dann komm mal und helf Edwin. Okay, der Schattenwolf, doch, der kann auch überzeugt werden, für mich zu arbeiten sogar. Und Korgan hat Level verloren, ey. Sag mir, was zu tun ist. Ah. Das geht jetzt so weiter anscheinend. Ja. Ich hätte ihn ja wegziehen können. Aber ich dachte, Vikone, er kriegt das hin. Die sind übel. Die sind ganz, ganz übel. Jetzt haben wir in Stufe 5 Korgan. Der festgehalten ist. Was passiert mit dir? Ja, Anti-Untoten-Waffe können wir mal rausholen, ja. Ich habe eine Weile nicht gespielt. Ich bin irgendwie ein bisschen abgelenkt gewesen. So, habe ich denn Genesung hier einmal gelernt mit irgendwem von euch? Schattenwolf, der macht auch noch irgendwie einen Schabernack mit irgendwas anderem. Ich glaube aber, ich habe keine Genesung. Nicht mal eine geringere. Das ist natürlich enttäuschend. Schauen wir mal in unsere Schriftrollenbehälter rein. Auch hier viele coole Zauber, aber keine Genesung. Ich bin echt jemand, der sich gut vorbereitet. Los, spuckt's schon aus. Macht's kurz. Tja, Korgan. Dann weiß ich es ehrlich gesagt auch nicht, wie wir das mit dir machen. Auf dich hatte ich mich eigentlich verlassen, dass du das hier so lost. Geben wir dir auf jeden Fall nochmal den Regenerationsring in die Finger. Und dann wird Brake dann im Ding hier rumspielen. Aha, ein kleiner Schlitz, wo ein Zylinder hineinpassen könnte. Und was geht in Ordnung? Werde ich gebraucht? War's das schon? Ja, ich brauch dich jetzt. Ich hatte auf mehr gehofft. Das geht so nämlich nicht hier. Was wollt ihr? Korgan, Korgan. Meine Axt ist verdammt. Zweimal Raserei hast du noch? Ja, und ich könnte mit dir anfangen, kleine Tränke zu nehmen. Los, was gibt's? Um sie loszuwerden. Und um ein bisschen schneller voll zu werden. Ich warte. Ja, Abil? Ja, okay. Es ist, wie es ist.
Lasst mich bitte, ich werde tun, was ich kann. Ja, gute Idee. Da muss halt der Chef wieder vorgehen. Ich bin zu allem bereit. Ich bin gerne zu Diensten. Sagt mir, was kommt der Ich hätte es ja vermeiden können, indem ich einfach Raserei gemacht hätte und all das. Einfach, ich kann auch mehr tun, wenn ihr wollt. Aber nach dem Spiel lässt sich das immer so schön sagen. So, was ist hier schön Großes drin? Hier sind doch riesige Container. Ah ja, ein unvollständiges Skelett. Müssen wir da jetzt? Nee, anscheinend nicht, oder? Wir müssen da jetzt nichts zusammenbauen draus. Ich warte. Wenn das jetzt ein Schädel und ein Brustkorb gewesen wären und ich dann irgendwo noch Beine finde, dann hätte ich gedacht, okay, macht's kurz. Da müssen wir wohl irgendwas zusammenbauen. Kannst du ruhig einen großen nehmen. Wie kann ich, ich versuche immer mein Bestes. So, das hätte ich jetzt gedacht, sieht ein bisschen aus wie ein Durchgang, aber ist keiner. Kommt schon. Jo, Nadia und Frankett. Burgherr und Burgherrin. Ich werde es natürlich versuchen. Lasst natürlich. Ich warte, ich kümmere mich. Und was haben wir da? Das ist ein Teufelsschatten. Ich bin zu alt, das ist fast unter meiner Würde. Ja, was soll ich tun? Einfach war's das schon. Sag mir, was zu tun ist. Ich werde tun. Wir werden sowas von in den Tempelbezirk müssen, wenn wir hier fertig sind. Ja. Na komm. Werde ich versuche immer mal. Schön, dass sie Stück für Stück kommen. Nicht alle auf einmal. Ich glaube, dann fresse ich lieber die eine oder andere Falle. Bevor ich mich. Ja, genau. Das waren 6 Schadenspunkte, das ist viel angenehmer als mit Nadia noch ein paar Level zu verlieren. Ich werde es natürlich versuchen. Ich bin beschäftigt. Eines Tages. Ich bin zu allem bereit. Ich kann auch mehr tun, wenn ihr wollt. So, gucken wir mal. Da haben wir was, was wir benutzen können. Vielleicht finden wir da einen Zylinder. Hier haben wir Schrecken und eine Halskette, einen weiteren Schädel. Ja. Einfach natürlich. Sag, wenn es denn okay, Brakett. Hier liegt Dragomir der Ältere. Ach ja. Hier, hallo, das ist kein Infofeld, das ist ein Benutzfeld. Ah, ja, jetzt haben wir's. Die Deckplatte des alten Steingrabes gleitet auf unnatürlich einfache Weise zur Seite. Ihr könnt innen nur Dunkelheit erkennen und spürt nur einen kalten Luftzug. Ja, da steigen wir doch hinein. Ach so. Ich warte. Wie kann ich... Das ist fast unter meiner Würde. Ich dachte, wir wären schon am Ende unserer Geschichte. Mein Gott, hast du einen Dusel. Jetzt habe ich natürlich keinen Kämpfer mehr. Komm mal zurück. Ja, wir konnten erst das hier fertig. Ich muss auf einen Schritt weiter gehen und das sind doch schon wieder... Ja, Schattenscheuße, alle, okay. Werde ich... War's das schon? No. Ich hatte auf mehr gehofft. No, this is wrong. The sleeper is near, but not here. Wer ist denn dieser Schläfer? The sleeper must awake. Und warum? The sleeper is valuable beyond price. Okay. Ich warte. Komm, der Rede wert. Kamehameha, wie ich immer so schön sage. Ich weiß gar nicht warum. Wahrscheinlich wegen Dragon Ball Super. Hab ich jetzt ein paar Folgen gesehen. Ich hätte nie gedacht, dass sie das nochmal fortsetzen. Oh, bleib doch mal stehen. Aber Nostalgie ist total in. Sagt der Mann, der seit Jahren Baldur's Gate 2 spielt. So, gucken wir mal, während Brakett noch kämpft, ob ich hier hinten was finde. Eine Schutzformel, die aussieht wie eine Schutzformel gegen Untote. Ja, das... Okay, nee, das ist ein bisschen zu cheesy, finde ich. Die benutzen wir nicht. Dann können Untote nicht mit mir reden, das könnte ein Problem darstellen. Wenn jetzt hier irgendwelche geskripteten Events sind, so wie der Typ anscheinend, seid auf der Hut, Zwerg. Ich bin immer auf der Hut. Hier steht vor Burich, dem Unbeugsamen. Ja, okay. Was, wenn euch wohler ist, kann ich vor euch knien? Ich muss doch gar nicht vor ihm knien, ich bin doch schon ein Zwerg. Spart euch die Höflichkeiten. Macht euch für den Kampf bereit. Ich bin immer bereit zum Kampf. Und wenn nicht, dann tue ich trotzdem so. Wir werden hier gemeinsam spuken, Zwerg. Hey, du hast mich gewarnt? Glaube ich? Seid auf der Hut. Ah ja. Okay, du willst also nur, dass ich weiß, wer du bist, ne? Machen wir es kurz. Ich bin mal gespannt, ob der Pflegel... Nein, ich meine der...
das da, der Streitkolben, sich total umbringt, so wie ich das erwartet habe. Ja, tut er. Was haben wir von dir bekommen? Wir haben von dir bekommen einen Eisenstab. Ein 15 cm langer Eisenstab. Ja, ich denke mal, ein Eisenstab ist doch sowas wie ein Zylinder, oder? Den man da reinstecken kann. Ja. Wie kann ich aber... Ich bin gerne zu Diensten. Vorher steigen wir noch mit Nalia in das Grab. Und gucken, ob hier Fallen liegen. Ich denke mal, da kann man hier oben was machen und dann... hier oben wäre noch Platz für mehr vom Level, aber hier unten auch. Unten ist definitiv noch was. Oben, würde ich sagen, ist vielleicht etwas. Sagt mir, was zu tun ist. Okay, dann gehen wir mal vor. Nicht, dass sie die Gegner so ein bisschen trollend... Ah, eine magische Wand, okay. Das erinnert mich an den Uma... Nee, ja doch, an den Uma-Tempel, an den Schattentempel. Vielleicht komme ich hier gar nicht weiter, sondern muss wirklich zurück und den Eisenstab da reinstecken. Sieht ganz danach aus. Komm, nimm mal dran. Ich bin dabei. Nalia werde ich auch nie den Regenerationstrank anziehen. Ring anziehen. Sie hat schließlich ihren Siegelring, den sie nie ablegt. Am einen Finger. Und am anderen Finger, ja, sie hat ja nur zwei Finger, hat sie den Zauberer-Ring, mit dem man zusätzliche Zauber bekommt. Den kann ich ja auch auf gar keinen Fall abziehen. Use it quickly. Immer diese Befehle hier. Okay, der Weg zu Dragomirs Kammer ist offen. Okay. Ihr wurdet eingeschlossen. Aber irgendwie wisst ihr, dass sich ein Weg nach vorne geöffnet hat. Ja, der dann doch, oder? Der sieht doch so aus. Das habe ich doch schon gerochen. Erinnert mich ein bisschen an den Tempel der Hand, glaube ich. Aus Icewind Dale. An diesen Turm der Hand. Ich hoffe, das hieß jetzt auch so. Da gab es auch diese Wege, die so zickzack hin und her gingen. So, du guckst mal nach Fallen. Und eventuell in Geheimtüren. Ich werde nicht enttäuscht. Sagt mir, was zu tun. Es läuft sehr, sehr gut. Also mal abgesehen von meinen zwei komplett Versagungen hier mit Korgan wie heißt du, Nalia? Ja, komm, der Rede wert. Gegengifte, okay. Ah, wir nehmen den Schmuck mal mit. Das ist halt aber nur so Kleinschmuck. Was will ich damit? Ich warte. So viel Schmuck, den konnte ich... Ich hoffe, das bringt was. Habe ich ja letzte Folge massenweise geklaut, solchen Schmuck. Da ist eine Holztür, okay. Und was? Schon gut, ich mach ja schon. Sag, ich kümmere mich. Wie kann ich am Mittwoch? War's das schon? Ich hatte auf mehr gehofft. Ah, du kriegst noch mehr zu tun, ja. Ich war. Ist schon geschehen. Wie kann ich helfen? Ich werde tun, was ich kann. Okay, da kann eigentlich nur noch eine Kammer sein. Und dann, was auch immer hier geleuchtet hat, denk mal, hier geht's lang und dann da rum. Ah, die Tür ging sogar auf. Habe ich nicht mit gerechnet. Ja, ich bin dabei. Werde ich gebraucht? Ich bin gerne. Ich habe gedacht, die wäre verschlossen. Ja. Sag, wenn es denn sein muss. Euer Blut riecht aber sehr einladend. Oh Gott, Dragomir der Rote. Was sehe ich hier vor mir? Seid ihr real oder spielen mir meine Sinne einen Streich? Das wirst du gleich herausfinden, du Monster. Ich könnte aber ein bisschen höflicher sein, oder? Ja, der redet doch sicherlich mit mir. Warum seid ihr in meine Gruft gekommen? Ja, ich versuche mindestens drei phänomenal schlechte Ideen an einem Tag. Das ist die zweite bis jetzt. Ne, mir wurde gesagt, hier wäre ein großer Schatz. Das Einzige, was ihr hier bekommt, ist der Tod. Okay, du bist aber nur ein Vampir, kurz bevor er mir den Arsch auf... Ja. Ihr wisst schon, was er macht. Bevor er mir wehtut. An Stellen, wo er mir nicht wehtun sollte. Was können wir da mal machen? Wir können auf jeden Fall mal hier heilige Macht entlehnen. Ach, du bist so einer. Du bist ja gar kein Vampir, du bist ein Kambion. Ich wollte sagen, einer aus Dulags Turm.
Oh Gott. Ne, komm, nimm mal die Waffe. Haben wir geklärt, er ist kein Untoter. Ich bin zu alt, ich werde es natürlich versuchen. Da ist der Flegel der Zeitalter natürlich um einiges besser und echt, du kannst Beherrschung. Na gut. Ich bin beschäftigt. Ich dachte, du kannst sowas nicht. Nicht, dass es jetzt groß den Unterschied macht. So, wir gehen jetzt hier mal einen Schritt um die Ecke und hoffen, dass sie das Interesse an mir verlieren wird. Was sie tut. Okay. KI ist immer noch großartig. Ja, das stimmt. Du hast ein untrügliches Gespür für das Offensichtliche. Wir sind sehr nahe zu dem, wo wir jetzt sein müssen. We must move forward. Ja, und wo ist jetzt der Schatz? The treasure, yes. We are very close now. Okay, ich habe keinen Grund an deinen Aussagen zu zweifeln. Wir warten jetzt einfach erstmal darauf, dass, dass Nalia sich beruhigt. So, du ziehst dich um und dann gucken wir uns den Umhang von Dragomir an. Der Umhang wurde von der Nekromantin Zulan Fass gewirkt und mit mächtiger untoter Magie durchdrungen, während sie unter dem Kriegsherrn Dragomir diente. Dragomir wurde in einen Vampir verwandelt und nicht willens, sich von seinem alten Leben zu lösen, verlangte er von Zulan Fass, ihm ein magisches Gewand zu weben, das ihm erlauben sollte, sich im Sonnenlicht zu bewegen, ohne zerstört zu werden. Zulan war zwar erfolgreich, jedoch unterdrückte der Umhang einige der vampirischen Fähigkeiten, die Dragomir inzwischen zu schätzen gelernt hatte. Für diese Unannehmlichkeit entzog ihm Dragomir das Lebensblut und ließ sie zum Sterben zurück. Erlaubt einem Vampir, sich während des Tages im Freien aufzuhalten und sich dem Sonnenlicht auszusetzen, wenn auch mit den folgenden Abzügen: Stärke minus 6, Geschicklichkeit minus 4, Intelligenz und Weisheit minus 2 und Charisma minus 4. Kann nur von Vampiren verwendet werden. Was gibt's? Ja, Korgan, was gibt's? Was kann man wohl mit so einem Gegenstand machen? Komm, der Rede wert. Schauen wir doch mal. Komm, Nalia, beruhig dich. So einfach ist gut. Fragen und ich natürlich. Dann stellen wir uns mal bei Dragomir auf die Leiche. Ich warte, ich hoffe, das bringt was. Und suche nach einem Weg hinaus. Habt ihr nie... Wie kann ich am Nützen, das ist fast unter meiner Würde. Ja, ich kümmere mich drum. Hier diesen Gang entlang, ja, hier diesen Gang entlang. Wie war's das schon? Ich hatte auf mehr gehofft. Ja, mal eines Tages. Ich werde eines tun, was ich Tages. Kann. Ist schon geschehen. Da vorne leuchtet's lila. Oder, ja doch, ist lila, ne? Lasst mich bin ein bisschen helfen. Farbgeschädigt. Bin ich da nicht so gut drin, tun, wenn ihr wollt. Wenn es denn Farben sein zu muss. Erkennen. Ich bin dabei. Ich bin gerne oh, ja. zu diensten. Meine Güte. Was und ist das was denn? Exart, hast du da was zu sagen? Wie wär's, wenn jemand diesem Trottel eine Banane besorgt? Und kann ich da einfach reinlaufen? Ja, wenn es denn sein Wir probieren's aus. Ach ja, eine Welle widerlicher nekrotischer Energie trifft euch. Ihr tretet sofort und unfreiwillig den Rückzug an. Nur jemand, der sich durch nichts von seinem Ziel abbringen lässt, könnte diese Barriere überwinden. Okay, Edwin. Wer sonst? Naja. Dann müssen wir wohl dich nehmen. Tatsache. Ah, okay. Jetzt darf der kompetente Rest der Gruppe hinterherkommen. Sehr schön. Einfach fragen und ich handle. Dann ich versuche sag immer mein uns Bestes. Mal was zu fallen. Also ohne dich wär's jetzt hier nicht weitergegangen. Was hätten wir denn gemacht, wenn du gestorben wärst? Hätten wir neu laden können, oder? Ich werde es natürlich versuchen. Schon gut, ich mach ja schon. Nur hört auf, mich zu belästigen. Wie kann ich natürlich? So, und wie geht's jetzt hier weiter? Hexat. It's cloudy, but I will try. The sleeper. She wakes. Mistress, I've done as you command. Please let me live.
Forgive me, Clara. This is the only way. Ah. Good to finally meet you. Hmm. Ja, hi. I am Hexeth. Try and keep up. A pawn in a game I've been playing a long, long time. Her sacrifice was unfortunate, but necessary. Hm, ich könnte sie mehrmals umbringen. Das wäre eigentlich auch meine normale Reaktion auf sowas, wenn jemand mein Gruppenmitglied umbringt. Aber ich will dich ja in die Gruppe aufnehmen, weil du ja Hexer bist, ne? Also nehme ich irgendeine andere Option, die hier nicht zur Gewalt führt. Bla bla und so. Everything's a game. Oh oh, kannst du das sehen? Ich dachte, da wäre ich der Einzige, der das weiß. Then you'll lose. I've some personal matters that need tending to. Meet me at the Copper Coronet in 2 hours. Was? Hallo? Wie kommst du drauf, dass ich dich gehen lasse? I need to see an old friend. No, you'll meet me at the Copper Coronet in 2 hours. Du gibst mir keine Befehle, Vibe, genau. Wir sind noch nicht verheiratet. Then don't meet me back at the Copper Coronet. Ja, und der Schatz? I can't be held responsible for promises made by other people using my name. Okay. Die falsche Hexe hat ihren Zweck erfüllt. Werde ich das ist fast bisschen unbefriedigend. Würde. Vor allem muss ich jetzt den ganzen Krempel hier alleine raustragen, wie die falsche Hexe anhat, oder was? Ich hatte auf mir gehofft. Oh, Korgan. Du wirst mich nicht das mögen. Klingt okay. Aber du hast, glaube ich, am meisten Platz. Mehr trage ich nicht. Wenn ihr es braucht, klaubt's vom Boden auf. Ja, ich fürchte, das müssen wir auch meine tun. Meine Axt ist verdammt was bereit. Nehmen wir noch das Ding auf jeden Fall. Ja. Hä? Was gibt's? Du hast ein bisschen Platz, du hast überhaupt keinen Platz, Brakat hat ein bisschen Platz und Edwin hat ein bisschen einfach Platz. Oh, das könnte gerade so aufgehen, wenn ich mir das so angucke. Sagt mir, was zu tun ist. Ja. Ja? Gut, die Pfeile kriegen macht's wir kurz. Vielleicht wie kann nicht ich alle mitgenommen. Werde ich gebraucht? Ich bin solche Lasten nicht gewohnt. Ich musste kann etwas ich noch irgendwas? Lassen. Ja, hier kann ich auch was optimieren. Schade. Der Sieg wird unser sein. Ihr ja, wisst, das lasse ich komplett im helfen. Video jetzt auch drin, habe ich mir gerade überlegt. Das ist total sehenswert hier. Oh, du bist überladen, Korgan. Was ist nur aus dir geworden? Ich kann mit Korgan sicherlich... Ja genau, ich hätte Korgan die Pfeile geben sollen. Einfach was wollt ihr, Oberweltler? Korgan kann die schließlich... Oh, den darf ich, den muss ich unbedingt wieder aufheben gleich. Korgan kann die schließlich theoretischerweise benutzen, auch wenn er niemals einen Bogen von mir bekommen wird. Er kann sie immerhin in den Köcher stopfen. So. Und wo ist jetzt hier der Hinterausgang? Wo ist die Skyrim-Tür? Hallo? Wir haben 2023. Ich will nicht zum Eingang zurücklaufen müssen. Okay. Wir haben 1 Uhr nachts. Dann müssen wir auf jeden Fall zu einem Friedhof. Zu einem Friedhof, genau. Wir müssen zu einem Tempel, ja? Fast. Hat irgendwie miteinander zu tun. Where is Dragomir's cloak? Ach so, Dragomirs Umhang, ja, der gehört mir. Give it to me. Ha, was kriege ich denn dafür? I'm not averse to playing games, but I'll not play this one with you. Okay. Gebe ich ihr den Umhang? Muss ich drüber nachdenken. Wahrscheinlich für... Habe ich gespeichert oder verliere ich dich jetzt, wenn ich das Falsche sage? Ich denke mal, ich verliere eine Menge Spielzeit. Von mir aus. Hier, nimm den Umhang. Ah, it feels like I'm wearing a wet rug and is nowhere near as fetching. Ja, ja. Tut mir total leid. Kommt schon, belästigt jemand anderen. Natürlich habe ich jetzt dem bösen Vampir den Umhang gegeben, mit dem sie am Tag rumlaufen kann.
Gar kein Problem. Eine gute Beziehung zu meinen Gruppenmitgliedern ist mir viel wert, ja. Und nach meinen positiven Erfahrungen mit Bodhi und ihren Kumpanen brauche ich auf jeden Fall einen Vampir in meiner Gruppe. Ich bin beschäftigt. Ja, ja, ich habe ja schon begriffen. Wie kann ich am nützlichsten? Ich werde tun, was ich kann. Habt ihr nichts Besseres zu tun, als mich zu belästigen? Ja, jetzt muss ich aber drüber nachdenken. Was tun wir? Ach so, wir müssen hier wieder was da rumkommen, oder? Es denn sein muss. So haben wir es ja auch geöffnet. Ja. Aha. Entweder oder Türen hier. Typisch. Gut, gut. Eine Verschwendung meiner großartigen Talente. Ah, hi, Velen. Gut, dass du mich nochmal daran erinnert hast. Wegen dir gehe ich zur Kupferkrone. Und töte einen Dieb namens Linus. Ich meine, man kann das, glaube ich, auch ohne das Töten des Diebes machen. Aber Diebe und Kindermörder sollte man wahrscheinlich töten. Also eher die Kindermörder. Schon gut, ich mach ja schon. Dass er ein Dieb ist, ist dann eher ein Bonus. So, da oben ist ein Tempel vom Ilmata, da gehen wir mal hin. Ja, wir werden leiden, da hochzugehen. Deswegen ist er wahrscheinlich hier oben hingebaut. Ilmata mag ja Leid. Komm, Wegfindung. Oh, Wegfindung. Funktioniert bis jetzt. Was zum Teufel? Ja, man kann irgendwie eigene Symbole hier hinsetzen. Habe ich noch nie gemacht. Keine Ahnung. Kann aber ganz nützlich sein, wenn man sich mal eine Notiz machen will, dass man irgendwo nochmal hin muss. Das hätte mir vielleicht in Baldur's Gate 1 ganz gut weitergeholfen, wo ich mich nicht so... Wer bist du denn? Wo ich mich nicht so gut auskenne. Hallo, mein Freund. Ja, ja, ich will ein paar günstige Sachen kaufen. Hallo, hallo, mein Freund. Aber ich sollte vorsichtig sein, dass ich nicht die Dinge verkaufe, die ich Hexat demnächst anziehen möchte. Ilmata, wir werden uns jetzt mal kurz um Korgan und Viconia kümmern. Kommt schon. Ja, ja, ich habe ja schon begriffen. Ich nehme an, ihr seid hier, um euren Glauben zu festigen. Ja. Genesung. Und nochmal Genesung. Das macht euch müde. Finde ich ein bisschen unfair, muss ich ehrlich sein. Eines Tages. Wenn es denn sein muss. Aber hey, ja. Gern geschehen. Ihr habt eure Level zurück. Jetzt können wir uns wieder alle möglichen stellen. Und vor allem können wir jetzt Hexat in die Gruppe aufnehmen. Oh, ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie ich ihre Punkte verteile und für was ich überhaupt Punkte habe. Ich will schleichen, Fallen finden und Schlösser öffnen. Eventuell verzichte ich ein bisschen auf Fallen finden und benutze dafür Nalia. Ja, genau, das war ja quasi der gleiche Deal wie mit Yoshino. Anstrengend und hirnlos. Typisch. Eine Verschwendung meiner großartigen Talente. Ach, Edwin. Immer den langen, komplizierten Weg. You came. I'm glad. Eure Freude wärmt mir das Herz. Mein lebendes, noch schlagendes Herz. Are we going to have a problem here? Sag du mir das doch. We can be good for each other, you and I. Ich hoffe, du hast recht. Ah, jetzt bist du in meiner Gruppe, okay? Ich bin solche langen Tage nicht gewohnt. Warum bist du Stufe 8? Könnten wir vielleicht anhalten und uns ausruhen? Warum bist du Stufe 8? Das wäre ein Dealbreaker gewesen, Hexat. Ich glaube, wir gucken uns erstmal an. Was ist das denn? Also wir haben einmal deinen Umhang. Der kann von dir verwendet werden, ja. Den sollten wir dir aber ausziehen. Ich will nämlich deine wahren Fähigkeiten kennen. Ja. Gucken wir mal. Da stand jetzt irgendwas von einem Auftraggeber L. Wenn der Tag vorbei ist, ist der Tag vorbei. Ich will mich ausruhen. Basta. Okay, natürlich. Was kann ich für dich tun, Herrin? I need you to hold on to this for me. Ein Sack? Warum? This was Dragomir's secret weapon. A way to easily transport his coffin wherever he traveled. Den Beutel hat er seinen zuverlässigsten Gefolgsleuten anvertraut. Geniale Vorrichtung. I'm putting my life in your hands here. Don't let me down.
Sie kann mir bei meinen Bemühungen helfen, wenn ich ihr bei ihren Missionen für L helfe. L jagt Kira. Wir werden sehen, wie die Dinge laufen. Wie war das? Dragomirs Helm. Der Helm von Dragomir wurde von seinen Gefolgsleuten konstruiert, als ihnen bewusst wurde, dass seine vampirische Gier nach Macht und Zerstörung letztlich ihr Verderben sein würde. In sowohl Furcht als auch Respekt vor Dragomir beschlossen sie, ihn lieber einzukerkern, als den Versuch zu wagen, ihn zu vernichten. Diesen Plan verfolgend schufen sie einen Helm. Wenn er auf das Haupt einer untoten Kreatur gesetzt wird, wird der Träger von mächtiger Magie betäubt und solange der Helm an seinem Platz bleibt, an jedweder Bewegung gehindert. Hexat, dieser Tatsache nicht gewahr, weckte Dragomir versehentlich aus seinem Schlummer, als sie den Helm zu stehlen versuchte. Der Helm von Dragomir war ein mächtiger Nexus untoter Magie. Er ist ein mächtiger Nexus untoter Magie und hat viele interessante Eigenschaften, die weit über das hinausgehen, was seine Erschaffer einst beabsichtigten. Okay, der kann nicht abgelegt. Ich wollte ihn dir nur mal aufsetzen, um zu gucken, was passiert. That's the best you can manage. Das nehmen wir hier. Alles von da nehmen wir mit. I am strong, but there's a limit to how much I'll carry on your behalf. Kommen wir zu Dragomirs Ruhe. Dieser modifizierte nimmervolle Beutel gehörte einst Dragomir dem Kriegsherrn, einem mächtigen Vampir. In seinen endlosen Feldzügen stand Dragomir regelmäßig an vorderster Front. Trotz seiner vampirischen Fähigkeiten wurde er im Kampf mehr als nur einmal niedergestreckt. Nachdem er in seine gasförmige Form zurückkehrte, hätte er erst die große Distanz bis zu seinem Lager zurücklegen müssen, ehe er sich in seinem Sarg hätte zurückziehen können. Mit seinen magischen Künsten aber platzierte er seinen Sarg in einem nimmervollen Beutel und verband beide auf magische Wege. So musste er, wurde er niedergerungen, nur den kurzen Weg bis zu einem vertrauenswürdigen Ritter zurücklegen, der den Beutel für ihn aufbewahrte. Dieses Vertrauen jedoch war es, das schließlich in Verrat resultierte und in einer jahrhundertelangen Gefangenschaft. Der Beutel selbst ist ein gewöhnlicher Leinensack von etwa 60 x 120 cm Größe. Er öffnet sich in einen nicht-dimensionalen Raum, weshalb sein Inneres um ein Vielfaches größer ist als sein Äußeres. Was auch immer er in diesem Beutel platziert wird, macht ihn nicht schwerer. Zwar besitzt ein nimmervoller Beutel in seinem Inneren keinerlei Atmosphäre, doch da Vampire keine Atmung bedürfen, können sie sich bedenkenlos in ihm aufhalten. Also hier ist ein Sarg drin. Tatsache, der kann nicht entfernt werden. Und ich kann da jetzt meinen Krempel reintun. Hier die Schlüssel von der Anis-Festung, die Fehle, Itafers Kopf stecken wir da rein. Crafting-Gegenstände, die wir später im Spiel brauchen, wie Gesens Bogen. Ja, sieht doch viel besser aus bei dir schon. Die Menschenhaut, damit ich sie nicht mehr sehen muss. Das passt doch alles ganz gut. Und so können wir das doch machen. Ja, so, ach, das Ochsding. Das Ochsding, das Ochsding, das Ochsding. Da gucken wir nochmal, was das genau kann. Charisma minus 2, ja. Ja, ja, klar, das passt irgendwie zu dir. Elle Badge. You are lucky I'm here. Clara, Hexat meine ich, wir leveln dich jetzt. Du hast schon total gute Diebesfähigkeiten, auch so schon. Du machst jetzt bestimmt 3-4 Level. Oh, mehr sogar. Was haben wir jetzt hier? Du kannst Kurzschwert, Dolch und Keule. Außerdem hast du noch nichts in Kurzbogen. Ja, dann weiß ich ja, was ich tue, ne? Dann werden wir steigern. Illusionen entdecken auf 100. Leise bewegen, im Schatten verstecken, Schlösser öffnen und Fallen finden. Wir maximieren Schlösser öffnen. Du hast ein bisschen mehr Fallen finden als Nalia. Ich habe leider so eine Mod installiert, dass ich nur in 5er Schritten Punkte vergeben kann, weswegen das jetzt hier sehr hässlich aussieht, wobei 73. Ja, jetzt habe ich es auf das gleiche Level gebracht. 88 plus die Stiefel. Ja, das wird schon 100% ergeben, denke ich mal. Jetzt kann ich entweder Fallen finden maximieren oder anfangen, Fallenstellen zu steigern. Leise bewegen und im Schatten verstecken werde ich langfristig auch noch höher heben. Gerade weil du ja jetzt im Moment Geschicklichkeit von 20 hast. In dem Fall steigern wir Fallen finden ruhig auf 100. Alles top. Du bist ein super Team. Kann man nichts gegen sagen. Durch Stärke 20 dürftest du im Nahkampf auch ganz gut Schaden machen, wenn du den mal triffst.
Das gibt ja doch einen deutlichen Bonus hier von plus 8 auf jeden Schlag. Werde ich gebraucht? I'm watching it back. Du kannst Beherrschung, weil du ein Vampir bist. Stufe 15. Oh ja, Stufe 15 ist schon ein gutes Level. Du kannst zweimal Beherrschung. Du kannst Blutsauger. Kind der Nacht. Oder Kinder der Nacht kannst du auch. Was ist Kinder der Nacht? Kann ich das hier irgendwo sehen? Müssen wir wohl ausprobieren. Wir gucken jetzt erstmal nach dem bösen Dieb hier hinten drin. Du hast ja jetzt ein Kurzschwert und dann werde ich dich gleich mal einsetzen hier. So, Linus, hallo. Ich brauche einen Schluck starkes Zwergenbier. Du bist Linus, oder? Woher weißt du das? Das hat mir ein Gespenst gesagt. Gib mir den Teddybären. Beziehungsweise nein, ich will den Mord rächen. Ihr werdet mich nicht lebendig kriegen. Komm, Exart. Dieb gegen Dieb. Vampir gegen Zwerg oder Gnom oder was auch immer. Halbling. Uiuiui. Sehr gut. Stich zu. Ja, nochmal, feste. Ja, also du bist echt gut. Du hast einen guten Angriffswurf. Und du machst auch annehmbar viel Schaden. Während er dir immer nur einen Schadenspunkt macht, weil er ein Weichei-Dieb ist, mit Stärke 12 oder sowas, bist du ein Killer. Nimm den Teddybären-Killer und komm her. Könnten wir vielleicht anhalten und uns ausruhen? I am ready. What would you are lucky I'm here. Die Stimme ist auf jeden Fall viel besser geworden. If that is what you want. Hast du Regeneration? Ist der Tag vorbei. Ich will mich ausruhen. Basta. Das wäre ja bombast. Wir haben 2 Uhr nachts, ja. Wir können den Teddybär noch abgeben gehen, ohne dass unsere kleine neue Schattendiebin hier in Flammen aufgeht. Ach na, stopp. Ich habe was versprochen. Komm, rede mit dem sexy Mann hier. Der hat bestimmt einen Vorschlag für dich. Elfen haben nur selten Zeit zum Plaudern. Ich habe eine Schwäche für dunkle Haut, Liebling. Huld ist sein heißer Ort und ihre Töchter tragen diese Wärme in ihren Adern. In Wahrheit tun sie das nicht. Ich sicherlich nicht. Verleugnet eure Leidenschaft nicht, meine exotische Blume. Es ist eure Leidenschaft, die ich verleugne. Wir sind füreinander bestimmt, eins zu sein, unsere Gliedmaßen ineinander verschlungen, unsere schwitzenden Körper nahe aneinander gepresst. Euer Blut, das meine Kehle hinunterfließt. Jetzt redet ihr vernünftig. Wartet, sagtet ihr Blut? Ihr habt recht, Salvanas, das sagte ich. Ich würde euch trocken trinken und eure Wärme in mir spüren. Ihr sprecht gewiss metaphorisch. Gewiss. Lasst mich euch die metaphorischen Eckzähne zeigen, die ich benutzen würde, um euren Hals zu durchbohren. Und ich wäre eine metaphorische Delikatesse für euch, da bin ich sicher. Aber eine solche Aktion könnte die Stimmung töten. Ich kann viel mehr als das töten. Möchtet ihr es sehen? Nein, ich denke nicht. Entschuldigt mich, gnädige Frau. Ach, wie schön, dass es da einen Dialog gab. Ja, das finde ich super. Ihr müsst versprochen, eure Alia. Gruppe erst und sammeln, Mikonia. Bevor ihr kommt da das auch Gebiet noch dran, verlassen ja? könnt. Ich werde nicht zulassen, dass Hexart die Einzige ist, die von ihm sexuell belästigt wird. Bevor das Spiel rum ist, habt ihr alle das Vergnügen. So, zurück zum Friedhof. Und hoffentlich kommt... Ah ja, du bist noch da. Dann tu mal deine gute Tat, Hexart. Hilf einer untoten Kreatur zur ewigen Ruhe. Oh, ihr habt ihn. Vielen Dank, werte Dame. Vielen Dank. Jetzt kann ich schlafen gehen. 15.000 XP. Wenn es denn sein muss. So, wie ist denn das jetzt eigentlich, wenn ich in den Tempelbezirk gehe? Seid ihr dann alle feindlich? Weil ich einen Vampir mit mir rumschleppe und ihr das vielleicht irgendwie wisst. As you wish. Wir gucken mal. Hallo, Schildritter. Sieht's gut aus. Helm sieht alles, wisse dies und seid gerichtet. Oh Gott, du bist ja noch ein Kind. Aber scheint alles in Ordnung zu sein. So, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.